Herr Bischof Georg, herzlich willkommen in Limburg. Find höchste Zeit, oder nicht? Also freuen tun wir uns schon, also ich mich auf jeden Fall, aber wir schauen mal, wie es wird. Hoffentlich nicht wieder so wie der letzte, der da war. Aber ansonsten freuen wir uns, dass wir wieder einen ganz neuen Boss haben. Ich erwarte nicht viel, aber ich erwarte das, dass er für Gott wieder eintritt, für das, was der andere Bischof mitgemacht hat. Erwarten wir viel von ihm, weil er noch jung ist und halt eben auch vielleicht die Jugend viel mehr anspricht. Und wir hoffen mal, dass er lange hier bleibt. Ach, erstmal einfach nur, dass er ankommt, sich Zeit lässt, das Bistum kennenzulernen und dann einfach eine gute Zeit mit uns hat. Dass er erstmal Ruhe hat, um anzukommen, ohne dass alles auf ihn einstürmt und dass er erstmal das Bistum kennenlernen kann, so wie es ist. Wir haben höchsten Vertrauen im Heiligen Geist, dass alles gut wird und wir freuen uns jetzt im Moment. Er tritt doch ein schweres Erbe an. Ja und nein. Ja, deswegen, weil unsere Situation nach dem Weggang von Thebats nicht gut war. Gut aber, weil jetzt wir wieder unsere alte Verbindung, die wir von Anfang haben, nämlich mit dem Bistum Trier, mit dem neuen Bischof aus Trier, beginnen können. Als durch und durch ein Mensch, aber sehr erfahren, wirklich geistig, weiß, wovon er redet, wenn er Verwaltung macht. Ich finde, er bekommt ein gut aufgestelltes Bistum, weil wir die letzte Zeit und überhaupt die Jahre ja genutzt haben, um manches auf den Weg zu bringen. Wir haben ein gutes System des Miteinanders von Laien und Priestern. Wir haben in manchen ja gut vorgearbeitet. Manche Gemeinden sind schon lange auf dem Weg, sich gemeinsam zu verbünden und die pastoralen Herausforderungen anzugehen. Wir haben ein interessantes Bistum, weil wir mit dem Rhein-Main-Gebiet Dinge haben, die uns die herausfordernd sind für die Kirche, aber in denen auch Gestaltungsmöglichkeiten sind. Lieber Bischof Georg, ganz, ganz herzliche Glückwünsche aus der schönen Bischofsstadt Limburg.